Hallo, ihr Hübschen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Und zwar kommt heute endlich die Review. Das habe ich nämlich schon länger geplant. Habe es aber irgendwie, kam immer was anderes dazwischen. Und zwar zu der Huda Beauty Desert Dusk Palette. Die sieht so aus und die Verpackung alleine schon genial. Seht ihr das, wenn ich so nach Schwenke, dann schimmert das Augen-Make-up und hier dieser Diamant und die Verpackung alleine ist einfach schon ein Träumchen. Also wirklich wahr und mit sehr außergewöhnlichen Farben, wie ich finde. Wir haben hier 18 Farben und wir haben hier 8 Buttery Mattes, also matte Lidschatten. 6 Pressed Pearls, 3 Duochrome Topper und ein Daring Glitter. Und diese Pressed Pearls sind die schimmernden Lidschatten. Duochrome Topper sind Lidschatten, die man nicht, jetzt nicht alleine trägt, sondern die kommen als Topping über den Lidschatten drauf. Und ein Glitter, das ist wirklich pures Glitter, also das glitzert von hier bis zum Mond, das ist der absolute Wahnsinn. Und wie gesagt, kommt mit 18 Farben daher und ist einfach total genial. Jetzt zeige ich euch mal die Folie, das sind die Augen von ihr drauf, das ist echt der Knaller, also so eine Folie habe ich auch noch nie gesehen. Und das hier sind die 18 Farben. Das ist einfach nur der Knaller. Die Duochrome Topper sind auf jeden Fall Twilight. Was waren das noch? Und hier Red. Oh je. Redugate. Also Twilight auf jeden Fall. Und wo ist er? Der hier, also das ist wirklich, das sind diese Topper und ja, dann gibt es noch diesen Glitterton, das ist Cosmo, ja, der ist mir leider so ein bisschen entgegengekommen, den musste ich dann mit Alkohol pressen, weil das ist so lose da hinein und das ist halt pures Pigment und der kann sich da wahrscheinlich da drin nicht halten, das ist bei anderen auch schon passiert, dass die den plötzlich in der Hand hatten. Da musste ich den eben mit Alkohol wieder pressen, aber jetzt ist er eigentlich bombenfest und kann ganz normal benutzt werden. Und ja, wie gesagt, ich habe schon ein paar Looks damit geschminkt mit diesen tollen Farben und kann wirklich sagen, die ist so schön. Also die ist wirklich toll. Halten gut auf dem Auge, lassen sich toll verblenden. Ja, man hat hier einfach Auswahl an tollen Texturen, ja, ich kann es anders sagen, dann hat die so einen Spiegel, das hat die erste ja nicht, die hat ja keinen Spiegel, warum auch immer, ja, ich finde die einfach so schön, klar, 65 Euro ist ein Wort, aber ja, ich musste die einfach haben, wo die rauskam, ich habe die bei Cult Beauty bestellt, jetzt nicht bei Sephora Deutschland, weil die kam da wohl an dem Tag später und ich wollte nicht mehr warten und wie man es halt so kennt. Und ja, am besten wir schnacken jetzt nicht lange rum, sondern starten einfach jetzt in das Tutorial und dann hoffe ich, ihr habt dabei viel Freude und für das Tutorial zoome ich euch mal ran. Ich hoffe, ich kriege das diesmal besser hin. So. Also so ist es wohl am besten. Jetzt nehmen wir einen Pinsel. Was nehmen wir denn? Nehmen wir den von Zu Eva. Dann gehe ich ihn erstmal in eine in diese Farbe hier mal. Oh Gott, sieht man das überhaupt? Ich glaube nicht. Okay. Und dann setzen wir das als
als erste Farbe rein. Oh, ich finde, die sind so, so butterig und weich. Oh mein Gott. Das ist, das fühlt sich so gut an. Ach, ja. Ich hoffe, wir werden während des Videos nicht von der Klingel unterbrochen. Ich erwarte was von Hermes. Ich hoffe, die kommen vielleicht eventuell etwas später. Weil ich warte nämlich immer noch meine Jaclyn Hill Palette. Irgendwie lässt sich Hermes sehr viel Zeit. So, das ist das hier. Dann würde ich sagen, gehen wir in Amber. Das ist nämlich der Farbton daneben. Ja, lass fallen. Pleiten, Pech und Pannen, ja. Oh Gott, ist das geil, guck mal. Oh Mann, ich sag ja, das ist, das ist die Offenbarung der Erde. Also diese Palette ist die Offenbarung. Oh Mann. Das erinnert eigentlich so an arabische Wüstennächte. So, und dann gehen wir in dieses schöne Rot. Das ist Saffron. Saffron? Saffron. Saffron, ach. Ich weiß nicht. Und dann geben wir das mal hier auf. Oh Mann. Ist es der Knaller oder ist es der Knaller? Oh, jetzt habe ich mir hier irgendwas hingemalt. Naja. Ach ja. Oh, guckt euch mal das bitte an, Alter. Das ist doch der Hammer. Also, ich kann es nicht anders sagen. So, jetzt wollen wir ja noch ein bisschen Vertiefung haben, dann nehme ich jetzt mal, oder, ich weiß es, ich nehme diesen hier, diesen Quirkwood, und dann mache ich ein bisschen Vertiefung. So, das ist dann ein sehr warmer Look. Man kann natürlich auch das anders machen, wie man, je nach der Nachfassung, aber ja, ist okay, würde ich sagen. Dann bräuchten wir noch was fürs bewegliche Lid. Dann möchte ich gerne Türkisch Delight nehmen. Das hier. Und jetzt zupfe ich mir hier auf. Oh, das ist auch so schön. Türkisch Delight. So. Oh, ich finde das so wahnsinnig schön. So, und jetzt nehmen wir nämlich so einen Topper, den ich am allerallerschönsten finde, und zwar Twilight. Ja, als riesiger Twilight-Fan ist das natürlich der Hammer, und das zupfe ich mir jetzt einfach hier so drüber als Topping. Und dafür ist er nämlich da, um das Ganze ein bisschen zu toppen. Dann seht ihr das, das ist der Hammer. Und davon nehme ich mir jetzt noch was und gehe in den Augenwinkel rein. Ich habe etwas Fallout. Türkisch Delight hat etwas gefalloutet. Gefalloutet, was für ein Wort. Ja,
Oh, ich finde das der Hammer. Guckt euch Twilight an. Wahnsinn. Jetzt mische ich Amber und Saffron von vorhin. Also quasi Amber hier, Saffron hier unten. Das mische ich jetzt und gebe das an den unteren Wimpernkranz. Also wie gesagt, die Look-Vielfalt ist echt bei dieser Palette wirklich, wirklich. Jetzt gebe ich mir nochmal Türkisch Delight hier. Oh, ich finde, da habe ich ein bisschen zu wenig erwischt. Ja, man kann es auch mit den Fingern auftragen. Aber präziser wird es natürlich mit dem Pinsel. Oh, ich finde das so toll. Das wirkt so schön. Ja, wunderbar. Jetzt tun wir dem Ganzen noch etwas Kontur verleihen. Dann nehmen wir, was nehmen wir denn da? Den Eyeliner. Ja, diesen Eyeliner von Catrice. Den habe ich mir kürzlich neu geholt. Eyeliner Pen Waterproof von Catrice. Der hat diese Spitze hier. Ich weiß gar nicht, ob der neu ins Sortiment gekommen ist oder ob der vorher schon da war. Keine Ahnung. Und damit ziehe ich mir jetzt. Also so ganz zufrieden bin ich mit dem jetzt nicht. Ich werde mich, glaube ich, nochmal umgucken. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare euren liebsten Eyeliner schreiben. Wo ihr am liebsten mögt aus der Drogerie, dann werde ich mir den mal anschauen. Weil bisher habe ich noch nicht das Nonplusultra gefunden. Und ich will halt nicht unbedingt im High-End-Bereich gucken, weil das ist mir dann doch zu teuer. Ich meine, klar, der, wie heißt denn der von Kat Von D, der Liner täte mich natürlich reizen, aber das ist mir einfach zu teuer. Nee, das ist mir einfach zu teuer. So, ich meine, der hält auch gut und stempelt auch nicht ab, aber irgendwie, das Nonplusultra ist es nicht. Jetzt für die Wasserlinie nehme ich den von Essence. Das ist die 08 Teddy, könnte ich auch mal wieder anspitzen. Ja. Eigentlich hätte ich da ja was Schwarzes noch nehmen können, um dieses Arabische zu verstärken. Ah, das mache ich sogar. Ich habe doch einen noch von Douglas, den ich mal im Adventskalender hatte. Denn der schwirrt hier nämlich auch irgendwo rum. Den hatte ich nämlich vorhin in der Hand. Ah ja, genau, da ist er. Von Douglas diesen Back to Black Eyeliner. An diesen Kaya. Den hatte ich im Adventskalender von Douglas. So, dass das noch ein bisschen dunkler und arabischer wirkt. Dachte ich mir, kommt das ganz gut. Ja. Plopp. So, jetzt tuschen wir uns noch die Wimpern. Und zwar mit dieser Volume Shake Clump Free Mascara von Manhattan. Die schüttle ich, aber irgendwie bringt das Schütteln rein gar nichts. Weiß ich nicht, das ist. Da kommt halt auch sehr viel Produkt immer ab.
Also das ist wirklich nicht meine Liebste. Wie gesagt, in Sachen Mascara habe ich auch noch nicht das Nonplusultra gefunden. Ich habe zwar welche, die ich mag, so von Essence und so weiter, aber so den absoluten Top-Liebling habe ich auch noch nicht gefunden. Vielleicht könnt ihr mir das auch noch in die Kommentare. Oh, Scheibenkleister. Vielleicht könnt ihr mir das auch noch in die Kommentare schreiben. Was eure liebste Mascara derzeit ist. Das würde mich interessieren. Also Eyeliner und Mascara hätte ich dann gerne. Und dann werde ich mir das angucken. Und dann entscheiden. Voll angemalt hier, ne? Das ist mal wieder typisch ich. Und immer beim Tuschen ein blödes Gesicht ziehen. So, jetzt wirkt es doch gleich ganz anders. Ja, jetzt hat es gleich eine ganz andere Wirkung, wenn Mascara drauf ist und Kajal und so weiter und so fort. Jetzt wirkt es gleich ganz anders. Gut, das müssen wir uns jetzt hier wegdenken. Aber ja, ich finde es mega. Jetzt habe ich vergessen, den unteren Brauenbogen zu highlighten. Dann nehme ich Desert Sand. Ich habe das total vergessen hier. Ein bisschen highlighten mit Desert Sand. So. Genau. Also wie gesagt, ich finde diese Palette einfach nur wunder, wunder, wunderschön. Also die Farben sind einfach nur der Reißer, der Oberreißer. Und ja, ich weiß nicht, ich bin einfach sprachlos, die Palette kam an und ich dachte mir nur so, wow, ich bin absolut begeistert. Die Verpackung ist der Knaller. Ich weiß nicht, ich kann nichts mehr sagen, als dass ich es einfach wahnsinnig toll finde. Und man kann so viele unterschiedliche Looks damit kreieren. Und diese Duo Chrome Toppers sind einfach sowas von schön, gerade Twilight, es bringt es einfach noch so richtig auf dem Auge kabum. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Palette, die ich echt nur empfehlen kann. Und klar, der Preis ist natürlich heftig, aber man hat 18 Farben und verschiedene Finishes. Und deswegen finde ich das wieder gut. Und die Verpackung ist halt sehr hochwertig, wie ich finde. Also es ist nicht so 0815 Plastik, Fantastik, sondern es ist richtig hochwertig und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ja, und die Verpackung ist einfach, wie gesagt, der Oberreißer. Ich mag das, diese Folie mit den Augen. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Richtig, richtig toll. Ja, genau. Okay. Das war's mit meiner Review, mit meinem Look zu der Huda Beauty Desert Dusk Palette. Wie gesagt, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Da würde ich mich freuen. Beantwortet mir gerne die Fragen, die ich gestellt habe. Und dann entlasse ich euch aus diesem Video und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.